Abgelehnt und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 12840. Der Boom der Share-Deals muss jetzt ein Ende haben. Durch aggressive Steuervermeidungsstrategien entgehen Nordrhein-Westfalen jedes Jahr Millionen an Grunderwerbsteuereinnahmen. Darf hinweisen auf den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion mit der Drucksache Nummer 12921. Ich öffne die Aussprache und erteile Herrn Schulz, der schon bereitsteht, das Wort. Bitte schön. Danke schön, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer im Stream und aber auch hier im Plenarsaal. Wir hörten gerade noch im letzten Tagesordnungspunkt so viel von Glaubwürdigkeit. Und wir hörten etwas davon, dass viel gesprochen wird und Schlagzeilen produziert werden, aber manchmal auch nichts gemacht wird daraufhin. Ein weiteres Problem spreche ich jetzt an im Zusammenhang mit den sogenannten Share Deals. Grunderwerbsteuerfreie Share-Deals boomen in Deutschland. Und nach Schätzungen des Maklerhauses Engelfeld lag 2015 der Anteil der Share-Deals in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf deutlich über dem der Vorjahre. Man muss dazu wissen, beim Share-Deal handelt es sich eben um eine Konstruktion, welche die Grunderwerbsteuer komplett aushebelt. Finanzminister Walter Borjans, der sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Robin Hood der Steuerzahler aufspielt, kann noch nicht mal Share-Deals in Sichtweite des Landtags verhindern. So musste er in einer Vorlage 16-4155 an den Haushalt- und Finanzausschuss jüngst einräumen, dass die erste Abwicklungsanstalt, NRWs, die komplett vom Land, den Sparkassen und Landschaftsverbänden beherrscht wird, just die Westfonds, eine ehemalige Tochter der WestRB, verkauft hat. Westfonds besteht aus mehreren geschlossenen Fonds, die Immobilien halten. Verkauft wurde vermittels Share-Deals und damit ohne Anfall von Grunderwerbsteuer auf Seiten der Käufer. Totalausfall. Wie auch immer die fiskalischen Auswirkungen für den Landeshaushalt sein mögen. Die Signalwirkung eines solchen Vorgangs ist fatal. Genauso wie die Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf 6,5%, die die Attraktivität gerade auch von Share-Deals erhöht hat. Wie auch Dankeschön, Herr Kollege Witzel. Und da braucht es auch keine Spekulationen darüber, ob dann, wenn es diese Share Deals nicht gäbe, die Kaufpreise möglicherweise sinken, nämlich um den Anteil, den Grunderwerbsteuer der Grunderwerbsteuereinnahmen bedeuten würde. Das ist eine Frage der Geldmarktpolitik und diese liegt nicht in der Kompetenz des Landes. Da braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn in Düsseldorf laut Engelfeld Share Deals im Volumen von 520 Millionen in 2015 getätigt wurden. Immerhin rund 11% des Umsatzes am Düsseldorfer Immobilienmarkt. Legt man den für NRW geltenden Grunderwerbsteuersatz von 6,5% zugrunde, sind im Land NRW damit alleine bezogen auf Düsseldorf im letzten Jahr 34 Millionen Euro im Ersteffekt an Steuereinnahmen entgangen. Pro Jahr kann man für die Metropolregion Nordrhein-Westfalen von Steuereinbußen in dreistelliger Millionenhöhe durch Share-Deals ausgehen. Ein von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen erwirkter Landtagsbeschluss vom 16.12.2014, und da komme ich zum Machen statt Reden, der eine Bundesratsinitiative vorsah mit dem Ziel, Steuerschlupflöcher im Grunderwerbsteuergesetz zu schließen, hatte bisher keine Wirkung. Share-Deals sind Steuerschlupflöcher erster Güte. Schlupflöcher sind nicht illegal, aber fiskalmoralisch verwerflich und also zu stopfen. Übrigens eine Argumentation, die Sie, Herr Finanzminister, immer gerne auch an diesem Punkt, aber auch an diesem Pult, aber auch im Haushalt- und Finanzausschuss vertreten. Angesichts des Booms der Share-Deals in Nordrhein-Westfalen und der Tatsache, dass selbst die öffentliche Hand sich nicht zu schade ist, Immobilienwerte unter Umgehung von Grunderwerbsteuer zu veräußern, fordern wir Piraten die Landesregierung auf, sich in Form einer Bundesratsinitiative endlich konsequent für die Schließung sämtlicher Steuerschlupflöcher und insbesondere die Abschaffung der Share-Deals im Grunderwerbsteuergesetz einzusetzen. So schwierig das im Übrigen auch technisch sein mag. Herr Finanzminister, Sie mögen gerne auf Ihren Finanzministerkollegen aus Hessen verweisen, Thomas Schäfer, CDU. Das tun auch einige Fachleute, die davon ausgehen, dass jetzt eine Bundesratsinitiative kommen werde, aus Hessen, nicht aus Nordrhein-Westfalen.
Naja, nun, wie auch immer. Fachleute sprechen davon, dass dieses in dieser Legislaturperiode jedenfalls schon nicht mehr gelingen kann. Sie hätten indessen seit 2014 die Zeit gehabt und auch die Manpower in Ihrem Ministerium, da etwas auf den Weg zu bringen. Das ist nicht geschehen. Und das kratzt an der Glaubwürdigkeit der Politik, auch in diesem Land Nordrhein-Westfalen. Als Finanzminister des bevölkerungsreichsten Bundeslandes sind Sie seit fast 2 Jahren persönlich in der Pflicht, und zwar gemäß Landtagsbeschluss, auf diese Pflicht erneut aufmerksam zu machen. Dazu dient unser heutiger Antrag. Was den Antrag der CDU angeht, ja, wir begrüßen diesen, werden uns allerdings bezüglich des Antrags enthalten. Wir halten diese Systematik der Arbeitsgruppe auf Länderministerebene für nichts weiter als ein Hinauszögern und ein Versanden lassen im Zuge der diversen Wahlkämpfe, die uns noch bevorstehen. Allerdings wäre ein Vorstoß in Richtung auf eine Schließung des Steuerschlupflochs Share Deals begrüßenswert, auch im Interesse von Wahlkampf, insofern als die Menschen vielleicht daran erinnert werden, dass Politik auch Glaubwürdigkeit verkörpern kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Kämmerling. Ja, meine Damen und Herren, wenn der Kollege Witzel dem Kollegen Schulz Applaus spendiert bei so einer Rede, dann droht Ungemach. Deswegen, da gehen schon alle Antennen an. Ja, meine Damen und Herren, der Antrag der Piraten hat zum Ziel, Umgehungstatbestände bei der Grunderwerbsteuerpflicht zu verhindern. Das Ziel ist gut und darum haben wir auch das, was hier heute vorgelegt wird, schon lange beschlossen. Alleine die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, wie Sie, lieber Herr Schulz, das hier gerade dargestellt haben. Und deshalb geht das auch nicht von heute auf morgen. Ich will mal ausführen, warum ich das so sehe. Warum sind Share Deals in Abgrenzung zu Asset Deals eigentlich steuerlich begünstigt? Beim Share Deal, und das führt der vorliegende Antrag korrekt aus, werden Anteile eines Unternehmens erworben. Kauft ein Investor Anteile eines Unternehmens, zu dessen Vermögen eine Immobilie gehört, beherrscht der Unternehmenskauf das Rechtsgeschäft und nicht etwa der Immobilienkauf, der sozusagen mit dem beherrschenden Geschäft einhergeht. Und hier hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass dann keine Grunderwerbsteuer ausgelöst wird. In der Sachverhaltsbeschreibung zum Antrag der Piraten liest sich das jetzt so, als seien Share Deals ein Konstrukt, das ausschließlich der Vermeidung von Grunderwerbsteuer dienen würde. So einfach ist das aber nicht. Es kommt durchaus vor, dass ein Investor Anteile eines Unternehmens erwirbt, das Immobilien besitzt und dabei nicht die Umgehung von Grunderwerbsteuer zum Ziel hat, sondern tatsächlich die eigentliche Unternehmensbeteiligung. Und auch diese Investoren mit ihren völlig legitimen Investitionsentscheidungen muss man berücksichtigen. Und genau das macht die Sache kompliziert und führt auch dazu, dass gut überlegt sein will, wie man derer habhaft wird, die mit Share Deals tatsächlich nur die Grunderwerbsteuer umgehen wollen. Mehrheitsfähig hier im Haus dürfte doch sein, kleine, steuertreue Erwerber und Bauherren sollen nicht die Dummen sein, während Großinvestoren Immobilien von links nach rechts schieben und mit einer Systematik die Grunderwerbsteuer umgehen, für die diese Systematik schlicht und ergreifend nicht gedacht ist. Ich denke, und das zeigt auch der vorliegende Antrag, dass alle hier im Haus solche Umgehungstatbestände eliminieren wollen. Bei Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen ist das jedenfalls der Fall und darum haben wir das im Dezember 2014 auch hier an dieser Stelle mit einem Entschließungsantrag sehr deutlich gemacht. Im Entschließungsantrag von SPD und Grünen aus 2014 wird die Landesregierung aufgefordert, dem Bund gegenüber die Initiative zu ergreifen, damit Umgehungstatbestände bei der Grunderwerbsteuerpflicht durch Share Deals verhindert werden. Und diese Landesregierung ist tätig geworden. Am 8. September 2016 hat die Finanzministerkonferenz die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen. Federführend sind Hessen und Nordrhein-Westfalen. Es gibt also 2 gute Gründe, warum es entbehrlich ist, die Landesregierung heute nochmals im Sinne des vorliegenden Antrages aufzufordern. Erstens, weil die Koalition das unlängst mittels Entschließungsantrag im Dezember 2014 getan hat. Und zweitens, weil die Landesregierung längst tätig geworden ist und die Arbeitsgruppe unter NRW-Beteiligung
existiert und eingerichtet ist. Jetzt will ich noch zum Entschließungsantrag der Kollegen der CDU kommen. Würden Sie vorher noch eine Zwischenfrage beantworten, Herr Kollege? Von wem? Von Herrn Schulz. Das wäre mir eine Freude. Das freut ihn dann auch. Bitte schön, Herr Schulz. Vielen Dank, lieber Kollege Kämmerlin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade ausgeführt zur Arbeitsgruppe und zur Initiative zum Tätigwerden des Landesfinanzministers im Rahmen der Arbeitsgruppe. Sind Sie mit mir der Auffassung, dass ein Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen, eine Bundesratsinitiative zu initiieren, nicht gleichzusetzen ist mit dem Besetzen einer Arbeitsgruppe und dies fast 2 Jahre nach dem Beschluss über diese Bundesratsinitiative? Ich bin wahrscheinlich mit Ihnen einer Meinung, dass Bundesratsinitiativen gut vorbereitet sein wollen. Dafür sind Arbeitsgruppen ein hervorragendes Mittel und das erst recht dann, wenn wir beide einer Meinung sind, dass wir hier kein einfaches Konstrukt vor uns haben und diese 95%-Grenze man eben nicht einfach mal so, ohne sich gut vorzubereiten, zum Beispiel auf die vorgeschlagenen 75% herabsetzen kann, weil das eben neue Konstrukte auslöst, die zum Beispiel vor dem Hintergrund von EU-Recht ein Problem darstellen, wenn Sie eine bestimmte neue Steuer dann da einführen, Sie das als einzelner Mitgliedstaat nicht alleine können. Also eine komplexe Situation. Die Bundesratsinitiative werden wir dann vielleicht ja noch sehen. Aber wenn sie denn dann kommt, dann will sie gut vorbereitet sein. Und dass man sich mit anderen Ländern zusammensetzt, ist und scheint mir doch hier ein gutes Instrument zu sein. Ja, zum Entschließungsantrag der CDU, der heute Mittag auf den Tisch gekommen ist. Die These, die hier aufgestellt wird, lautet, in NRW ist die Grunderwerbsteuer erhöht worden und damit werden jetzt Share Deals provoziert. Fakt ist, es hat auch vor 2015 und vor 2011 Share Deals gegeben. Und Fakt ist auch, dort, wo es legale Möglichkeiten zur Umgehung von Steuern gibt, da wird sich jemand finden, der sie nutzt. Und genau darum müssen wir daran. Aber Share Deals gibt es auch in anderen Bundesländern mit geringerem Grunderwerbsteuersatz. Und das zeigt, die Steuerung von Share Deals über eben diesen Grunderwerbsteuersatz wird das Problem nicht lösen. Messbar runtergegangen sind Share Deals hingegen, als die 95%-Grenze eingeführt wurde. Der einzig denkbare Ansatz scheint darum im Moment zu sein, diese Grenze weiter abzusenken. Dann sagen Sie, NRW soll sich einer hessischen Initiative anschließen. Das brauchen Sie nicht zu fordern, sondern NRW und Hessen sind ja bereits gemeinsam federführend in der von der Finanzministerkonferenz eingesetzten Arbeitsgruppe, über die Herr Schulz und ich gerade gesprochen haben. Sie äußern sich auch in Ihrem Entschließungsantrag nicht dazu, was Sie denn zu einer Absenkung einer Grenze sagen. Sie stellen lediglich auf den Punkt Grunderwerbsteuer ab und ich glaube, damit ist das Problem nicht wirklich angegangen. Ja, kurzum, Beschlussteil des Antrags der Piraten, der ist ganz in Ordnung, hat sich aber durch Handeln der Landesregierung, wie aber auch unseren damaligen Antrag, bereits erledigt. Ja, und die CDU geht mit ihrem Entschließungsantrag spektakulär am Thema vorbei, sodass auch das nicht zustimmungsfähig ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kämmerling. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Krücke. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, der Antrag der Piraten greift zu Recht einen Sachverhalt auf, der einen unbedarften Betrachter an der Steuergerechtigkeit zweifeln lässt. Drastische Erhöhungen des Steuersatzes und zunehmende Inanspruchnahme von Gestaltungsmöglichkeiten sind die Ursache. Der Erwerb eines Grundstücks ist kein Sachverhalt, der Ressourcen verbraucht. Die Steuer auf einen Erwerbsvorgang, die Grunderwerbsteuer, ist ausschließlich ein Instrument, Steuereinnahmen zu generieren. Hiervon haben die Regierungsparteien in den letzten 5 Jahren reichlich Gebrauch gemacht. Die rot-grünen Koalitionsfraktionen haben im Jahr 2011 gemeinsam mit der Fraktion der Linkspartei den Grunderwerbsteuersatz von 3,5% auf 5% erhöht. In einem weiteren Schritt wurde dieser Steuersatz durch die Fraktionen von SPD und Grünen zum Jahr 2015 hin noch einmal um 1,5 Prozentpunkte
auf nun 6,5% erhöht. Das ist insgesamt eine bemerkenswerte Erhöhung um rund 85%. Neben einer dramatisch höheren Belastung der Bürgerinnen und Bürger haben die Koalitionsfraktionen damit auch Steuergestaltungen provoziert, die unter dem Namen Share Deals bekannt sind. Der Kollege von der SPD hat sehr zutreffend auf die Gestaltungsinstrumente hingewiesen. Anstatt eine Immobilie in vollem Umfang zu veräußern, werden Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften, die Eigentümerin einer Immobilie sind, mit bis zu 94,9% veräußert. Im Ergebnis fällt keine Grunderwerbsteuer an, da die maßgebliche 95%-Grenze nicht erreicht wird. Diese Methode ist ein legaler Weg, die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Durch die beiden Anhebungen des Grunderwerbsteuersatzes auf nunmehr insgesamt 6,5% hat die rot-grüne Koalition die Gestaltungsmöglichkeit Share Deals zu einem deutlich häufiger genutzten Gestaltungsinstrument gemacht. Dieses Instrument kann aber kaum vom viel zitierten kleinen Häuslebauer oder besser gesagt Häuslekäufer genutzt werden. Aufgrund der erforderlichen Gesellschaftsstruktur kommt diese Gestaltungsmöglichkeit eher großen oder institutionellen Erwerbern zugute. Der Normalbürger hat keinen Vorteil. Die rot-grüne Landesregierung hat die Steuermehrbelastung bei den Bürgern gewollt und die Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten der Immobilienriesen billigend in Kauf genommen. Die CDU-Landtagsfraktion hat sich bereits im Dezember 2014 gegen die Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den sogenannten Share Deals ausgesprochen. Ganz aktuell hat, auch das haben die Kollegen schon ausgeführt, die Finanzministerkonferenz auf Initiative des hessischen CDU-Finanzministers Thomas Schäfer mit der Materie beschäftigt. Auf seine Initiative hin wurde durch die Finanzministerkonferenz am 8. September eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Mitte November 2016 Lösungsvorschläge erarbeiten soll. Lieber Herr Kollege Schulz, wenn im September eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, deren Ziel es ist, innerhalb von weniger als 3 Monaten Lösungsvorschläge zu erarbeiten, ist, glaube ich, der Vorwurf ungerechtfertigt. Man würde da auf der Bremse treten und Dinge aus taktischen Gründen oder aus Wahlkampfgründen zu verschieben. Meines Wissens ist im November kein Wahlkampf, findet keine Wahl statt. Ich glaube, die Sache ist mit dem kurzen Zeitablauf sehr zutreffend. Die durch eine konsequente Besteuerung entstehenden Mehreinnahmen sollen, und das ist die Meinung der CDU-Fraktion, in Nordrhein-Westfalen dazu genutzt werden, den Grunderwerbsteuersatz abzusenken, nicht bei 6,5% zu belassen. Und wenn der Kollege Kemmering sagt, wir brauchen eine gute Vorbereitung, dann möchte ich ihn an der Stelle ausdrücklich zustimmen. Der Umgang, der sachgerechte Umgang mit dem Thema braucht eine gute Vorbereitung. Und ich glaube, da ist die Arbeitsgruppe in der Finanzministerkonferenz der richtige Ansatz dafür. Ich werbe um Zustimmung für unseren Initiativantrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Krückel. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Zentis. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. An dieser Stelle will ich mich erstmal bei der Piratenfraktion für diesen Antrag bedanken, denn er gibt uns die wunderbare Gelegenheit, hier das vorbildliche Vorgehen der Landesregierung darzustellen, und zwar hier im Plenum. Ich gebe Ihnen recht, dass Steuergestaltungsmodelle mit Hilfe von Share Deals alles andere als wünschenswert sind, nicht tolerabel sind. Wieder einmal werden hier mitunter an anderer Stelle sinnvolle Regeln, ähnlich wie bei Briefkastenfirmen, genutzt, um Steuern zu umgehen. Und das ist unethisch. Ich glaube, da sind wir hier uns alle einig.
Das ist Betrug an unserem Gemeinwesen. Jährlich gehen dem Staat dadurch Hunderte oder Millionen Euro an Grunderwerbsteuer durch die Nutzung. Nein, das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Tatsache. Share Deals ist eine noch legale Lösung. Da haben Sie recht, aber auch das war legal. Und ein Finanzminister muss dazu stehen, Gesetze eben durchzusetzen. Und dann muss man auch das hinnehmen, auch wenn es schwer fällt, wenn es, Herr Witzel, halten Sie sich doch zurück. Es bringt doch nichts. Herr Witzel, es bringt doch nichts. Ne? Und dass das nicht legal ist, das war uns doch allen klar. Es ist ja nicht neu gewesen. Es ist schon richtigerweise hier hingewiesen worden, dass wir bereits im Dezember 2014 entsprechend hier gehandelt haben. Und ich glaube, der Finanzminister weiß auch, was Steuergerechtigkeit ist und wie man Steuergerechtigkeit umsetzt und verfolgt. Ich darf Sie nur daran erinnern, allein an den Ankauf der Steuer-CDs, die ja auch von Ihnen groß ins Gerede kamen, ob man das so machen kann. Ich glaube, er ist nicht nur in unserem Land dafür berühmt, Steuergerechtigkeit durchzusetzen, nicht nur bundesweit. Ich glaube, das hat sogar mittlerweile europäische Ebene erreicht. Und das kann sicherlich nicht jeder Finanzminister so für sich nachweisen. Ich meine, Sie haben jetzt fleißig recherchiert. Sie waren ja auch in unseren Sitzungen anwesend. Der Finanzminister hat berichtet. Und er hat sogar im August, September im Haupt- und Finanzausschuss gesagt, Haushalt- und Finanzausschuss gesagt, dass er für eine 75-prozentige Lösung ist. Allein daran konnten Sie doch merken, dass Sie vielleicht mit diesem Antrag jetzt uns eine gute Vorlage liefern oder zu spät kommen. Eins von diesen Möglichkeiten ist drin. Ja, wenn es dann mal so einfach wäre, dann könnten Sie auch noch weiter recherchiert haben. Nämlich, es gab schon mal eine rot-grüne Bundesregierung, die hat den Anteil von 99% auf 95% gesenkt und damit natürlich auch gedacht, das Problem wäre gelöst. Aber Leute, die Steuerumgehungstatbestände suchen, werden sie finden, und das ist dann unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen und sie zu lösen. Den Antrag der CDU, ja, es ist ja weniger ein Antrag zu Share Deals, sondern zu Steuersenkungen. Sie wollten sicherlich noch mal hier in dem Gespräch vorkommen. Unsere Finanzpolitik als gescheitert zu bezeichnen, wie Sie es hier in der Überschrift machen, die können wir ja nur weit von uns weisen. Wenn hier was nicht gescheitert ist, dann ist das die Finanzpolitik dieses Landes. Und dann bedanke ich mich für Ihr Interesse, dass eine Arbeitsgruppe tätig ist, ist allseits hier jetzt ins Bewusstsein gerückt worden. Und ich gehe zuversichtlich davon aus, dass uns der Finanzminister noch in diesem Jahr im Ausschuss berichten wird, wie erfolgreich er war. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Zentis. Und für die FDP-Fraktion hat nun das Wort Herr Witzel. Und Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, ist ja bekannt als Meister der impliziten und expliziten Steuererhöhung. Er wollte er will den Soli für immer haben. Er blockiert auch gerne mal den vollständigen Abbau der kalten Progression und hat in diesem Land befürwortet, dass schon zweimal die Grunderwerbsteuer erhöht wurde und damit fast verdoppelt worden ist. Mit all diesen Maßnahmen treffen Sie nicht die Hedgefonds oder ausländische Finanzinvestoren, sondern die Mitte unserer Gesellschaft, fleißige Facharbeiter, die hier ihrem Betrieb viel Produktivität erarbeitet haben, Arbeitnehmer, die sich eine private Alterssicherung aufbauen wollen, um dann eben nicht im Alter
auf Sozialtransfers angewiesen zu sein. Sie treffen kleine Selbstständige, die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, junge Familien, die sich eine Zukunftsperspektive aufbauen wollen. All diejenigen leiden unter ihrer fast Verdoppelung der Grunderwerbsteuer innerhalb nur weniger Jahre in Nordrhein-Westfalen. Und für all diese Menschen und Unternehmen haben Sie nur eines übrig, den klebrigen Griff des Staates in die Taschen der Menschen, die etwas geleistet haben, und erschweren damit die Vermögensbildung in Zeiten der Niedrig-, Null- und Negativzinsphase, wo so viele andere Instrumente ausscheiden und gerade Immobilienanlagen noch einen Weg darstellen. Und auf der anderen Seite gibt es reihenweise Landesunternehmen, wenn die verkauft werden und Liegenschaften derselben, da geht das ganz anders. Und da fällt kein einziger Cent Grunderwerbsteuer an. Wir haben Ihnen das schon bei der letzten Erhöhung der Grunderwerbsteuer hier im Einzelnen vorgetragen, die Share-Deal-Problematik mit all den Daten aus der Anhörung, die auch meine Vorredner in Teilen schon hier referiert haben. Wir haben die einzelnen Sachverhalte immer wieder thematisiert. Blackstone hat keinen einzigen Cent Grunderwerbsteuer gezahlt, als es um die Verwertung der WestLB-Liegenschaften ging, seinerzeit durch die Portigon AG. Wir haben jetzt den neuen Fall der Asset- und Investmentmanager HCI Capital AG, zukünftig firmierend als Ernst Russ AG auf der einen Seite und der Harvester Hude Beteiligungsgesellschaft auf der anderen, die sich auch wunderschön filettiert, hier die Immobilienübertragung der Westfonds so schön aufgeteilt haben, um doch bloß Grunderwerbsteuer frei zu bleiben. Und Sachverständige haben hier im Landtag vorgetragen, wie sich genau auch Ihre Verdoppelung der Grunderwerbsteuer auswirkt auf die Attraktivität von Share-Deals, nämlich dass die massiv zunimmt, was ja klar ist, die Transaktionskosten für die komplexe Gestaltung von Strukturen, die auch mehrere Jahre so aufgesplittet vorgehalten werden müssen, rechnen sich eben umso mehr, wenn ein bestimmter Abgabesatz hier in Nordrhein-Westfalen auch erreicht wird. Und deshalb gehen Sachverständige im Immobilienmarkt davon aus, dass während wir im Jahr 2011 noch 3% der Transaktionen bei Share-Deals hatten und wegen der seinerzeit noch nicht so großen Notwendigkeit bei der niedrigen Grunderwerbsteuer, dass schon im vorletzten Jahr locker 20% des Volumens an sich erreicht hat, die damit der Grunderwerbsteuer entzogen werden, weil es sich eben nicht mehr um die grunderwerbsteuerpflichtigen Transaktionen soweit handelt. Und wir haben Ihnen deshalb gesagt, den Mehrheitsfraktionen, noch Mehrheitsfraktionen von SPD und Grünen hier, wenn Sie hier behaupten, Sie hätten das Problem erkannt, dann halten Sie die richtige Reihenfolge ein. Dann gehen Sie hin und lösen Sie dieses Problem der Share-Deals. Und dann können Sie all das machen, was Sie ja groß hier vorgestellt haben als Ihre Modelle, Landtagsdrucksache 16-7610, aufkommensneutrale Reform der Grunderwerbsteuer und die dann auch eben Entlastungswirkung hat. Da muss aber der erste Schritt vor dem zweiten erfolgen. Sie haben es genau umgekehrt gemacht. Sie haben gesagt, weil wir irgendwann vielleicht mal die Share-Deal-Problematik lösen, verdoppeln wir jetzt schon mal die Grunderwerbsteuer und alles andere machen wir nachgelagert. Und seitdem haben Sie eben mittlerweile seit 2 Jahren nichts vorzuweisen. Und genau den von mir zitierten Antrag, den Sie hier verabschiedet haben, da stellen Sie all das in Aussicht, was passieren soll. Ich habe mehrere Monate später mit einer Anfrage den Finanzminister gefragt, was ist denn konkret passiert, welches Handeln der Regierung gab es denn, um diesen Landtagsbeschluss umzusetzen? Da kam die Antwort schriftlich zurück: Unternommen haben wir als förmlichen Vorgang gar nichts, weil wir haben Signale anderer Bundesländer bekommen, dass die eine solche Reform nicht richtig finden. Die Verdoppelung des Grunderwerbsteuersatzes war zu dem Zeitpunkt aber längst erreicht. Das finden wir falsch. Deshalb ist das Anliegen, hier zu einer sachgerechten Lösung bei Share Deal zu kommen, richtig. Aber auch nur der erste Schritt. Der zweite Schritt, beide Anträge, sollte sein, hier auch klar einzufordern,
dass so lange eben auch die Grunderwerbsteuer gesenkt wird, bis das danach aufkommensneutral auch nach Ihren Vorstellungen ja möglich ist. Das wäre dann die vollständige Lösung, die auch die Entlastungsperspektive für Betriebe und Menschen in diesem Land mit im Blick hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Witzel. Und für die Landesregierung spricht nun Herr Minister Dr. Walter Borjans. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Hier ist wieder das versammelte Instrumentarium zur Anwendung gekommen. Das Erste, Herr Schulz, Sie rennen mit voller Wucht eine offene Tür ein. Das ist schön, weil Ihr Vorhaben, dass bitteschön diese Konstruktion, die Grunderwerbsteuer zu umgehen, indem man Gesellschaften bildet, die man überträgt und nicht die Grundstücke, das zu verhindern, ist richtig. So. Und dass es diesen Auftrag des Landtags gibt, ist auch richtig. Und dass wir dann nichts gemacht haben oder zu wenig gemacht haben, ist leider falsch. Und jetzt kommt als Nächstes nach dem Einrennen einer offenen Tür das Prinzip der schlichten Behauptung, Herr Krückel, Herr Witzel, die Behauptung, deswegen sind jetzt die Share Deals hochgegangen, weil die Grunderwerbsteuer hochgegangen ist. Das heißt, mit anderen Worten, Sie haben empirische Belege dafür, dass in Bayern, in Sachsen Share Deals nicht vorkommen. Ich will Ihnen mal sagen, die machen das jetzt in Bayern auch, weil wir die. Ja, so. Ja, und wie ist das in anderen Ländern mit unterschiedlicher Grunderwerbsteuer? Ich will Ihnen mal sagen, was passiert ist. Diese hemmungslose Art, Steuern zu umgehen, wo immer das nur möglich ist, die hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Und Sie knüpfen das jetzt daran, dass die Grunderwerbsteuer erhöht worden ist. Es ist schlicht und ergreifend Unsinn, weil es überall der Fall ist. Die Share Deals sind die neue Mode. Das wird gemacht und das hat nichts damit zu tun, wie hoch das ist. Sie glauben doch nicht, dass diese Gesellschaften bei 3,5% Grunderwerbsteuer sagen würden, ja, die zahlen wir. Das ist in Ordnung. Das ist schlicht und ergreifend eine Behauptung, mit der möchten Sie gern durch die Landschaft gehen, tun Sie das. Aber es gibt ein weiteres Prinzip der schlichten Behauptung, Herr Krückel. Der Antrag, bis zum November zu einem Ergebnis zu kommen für eine Arbeitsgruppe, ist nicht von Hessen, das ist von Nordrhein-Westfalen. Der kleine Fehler dabei ist, der Kollege Thomas Schäfer, mit dem ich im engen Austausch bin und der zum Glück auch an dieser Stelle den gleichen Vorstoß macht, der hat in der Tat einen Antrag eingebracht, dass wir die Share Deals sozusagen nicht abschaffen, sondern dass wir die Übertragungsgrenze nicht bei 95, sondern niedriger setzen. Und das entspricht im Übrigen den Überlegungen, die bei uns auch laufen. Und in beiden Ländern und in den anderen Ländern gibt es allerdings auch die Vorbehalte, dass das noch rechtliche Hürden hat, die zu überprüfen sind, weil die 95%, die bislang die Grenze sind, die leiten sich ja ab von dieser Überlegung, dass Sie bei Aktiengesellschaften, wenn Sie mehr als 95% gekauft haben, quasi die restlichen 5% der Anteilseigner rausdrängen können und damit quasi eigentlich 100% des Unternehmens haben. Und dass da gesagt werden kann, wenn ihr das macht, dann müsst ihr auch Grunderwerbsteuer bezahlen. Das niedriger zu setzen, begegnet zu meinem großen Leidwesen zunächst noch mal Bedenken, die wir ausräumen müssen. Und jetzt hat der hessische Kollege in der Tat einen Antrag einfach mal reingebracht und dieser Antrag wäre gescheitert. Der hat nicht die Mehrheit der Länder, weil eben diese Bedenken, die da noch sind, nicht ausgeräumt sind und weil einige auch die Überlegung haben, wie ist das denn bei Umstrukturierungen innerhalb von Konzernen, Unternehmen, welche genauen Rahmenbedingungen muss man formulieren. Und deswegen, damit das nicht scheitert, habe ich in der letzten Woche gesagt, möchte ich gerne, dass noch in diesem Jahr diese Bedenken auch dann bei den anderen Ländern noch mal angegangen und ausgeräumt werden. Und dann noch die letzte Geschichte, Herr Witzel, also diese Überlegung, es ist immer der zweite Schritt, wenn man die Grunderwerbsteuer erhöht und das tut, wenn man noch nicht überall sichergestellt hat, dass sie bezahlt wird. Da kann ich Ihnen sagen, da müssen Sie auch für die Abschaffung der Einkommensteuer eintreten, weil es eine Menge Leute gibt, die sie nicht bezahlen. Und dann müsste ich hingehen und sagen, solange ich das nicht erreicht habe, dass sie alle ihre Steuer bezahlen, wir haben gerade wieder ein ganz prominentes Beispiel, dann ist das praktisch ein Grund, die ehrlichen Steuerzahler von der Steuer freizustellen. Dann können sie ihren Staat aber bankrott einpacken. Und deswegen sage ich mal, unser Ziel ist es,
dass wir bei der Einkommensteuer, bei der Kapitalertragssteuer, bei all diesen Dingen weiter so beherzt vorgehen, wie wir das tun und eine Menge über Nordrhein-Westfalen, über den Bund bis nach Europa vorgebracht haben. Und das gilt auch für diesen Bereich. Aber es gilt nicht, dass ich das ins Schaufenster stellen möchte, scheitere dann und anschließend sage ich, ich habe es aber probiert, das kann ich belegen. Und davor schütze ich auch den hessischen Kollegen, mit dem ich in diesem Bereich eng zusammenarbeite. Das ist interessanterweise und glücklicherweise in der Finanzministerkonferenz so, dass wir das nicht nach irgendwelchen Frontlinien machen, sondern danach, was wir gemeinsam auf den Weg bringen wollen, das tun wir. Und ich erwarte, dass wir bis November dazu auch eine klare Linie bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Und zwar zunächst über den Antrag der Fraktion der Piraten mit der Drucksache Nummer 12.840. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD und Grüne stimmen gegen diesen Antrag. Wer enthält sich? Es enthalten sich CDU und FDP. Gleichwohl ist der Antrag mit Mehrheit im Hohen Haus abgelehnt. Und jetzt stimmen wir noch ab über den Entschließungsantrag der CDU. Wer stimmt dem Entschließungsantrag der CDU, Drucksache Nummer 12.921, zu? Die CDU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? SPD und Grüne stimmen dagegen. Wer enthält sich? Es enthalten sich die Piraten und die FDP. Damit ist der Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Tagesordnungspunkt 10.